Wenn ich denn die Idee benutze, die ich gerade so im Kopf habe. Und zwar kommt das noch weg. Ne, dann muss das aber auch noch weg. So, das noch. So. Dieser eine bleibt. Da kommt ein Lichtlein hinauf. Und dann dies hier. So. So, perfekt. So, jetzt kommt da das und da das. So. Und jetzt mal schauen, ob das aussieht oder ob wir da... Nein, das sieht definitiv nicht aus. Da brauchen wir Druckplatten. Und dafür müssen wir, glaube ich, den Cleanstone haben. Ja. Sehr gut. So. Dann. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Gut, das geht wohl nicht. Hm, was tun? Auf Zäunen geht's. Da geht's nicht. Jetzt weiß ich gerade nicht, was wir machen sollen. Nehmen wir dann einfache Steinblöcke. Das wäre wahrscheinlich noch das Schönste, ne? Naja, nehmen wir erstmal das. Das ist nicht wirklich das Optimum. Aber irgendwie weiß ich jetzt auch gerade nicht, was besser wäre. So, eine Säule noch. Und Licht. Dann haben wir hier so eine kleine Essennische. Naja, es geht. Aber der Tisch muss halt noch ein bisschen verbessert werden. Das ist klar. Aber es ist schon okay vorerst. Gut. Machen wir das. Jo. Und nun die... Wassereimer müssen wir noch loswerden. Mal gucken, ob das im Jacuzzi geht. Vorsichtig, so dass wir hier nicht die Strömung entfernen. So, und den letzten Eimer. Sehr schön. Strömung ist noch da. Regen hinter mir prasselt. Alles in bester Ordnung. Essecke. Schlafzimmer. Schwimmbad, sage ich mal. Jetzt fehlt nur noch eine Art Wohnzimmer mit einem riesenhaften Fernseher. Und für diesen Fernseher bräuchten wir natürlich schwarze Wolle. Wo kriegen wir schwarze Wolle her? Haben wir überhaupt... Also Schafe haben wir in der Nähe, aber schwarze Farbe. Tintenfische war das. Gut, dann flitzen wir ins Haus und schauen mal, ob wir da Tintensäcke haben. Und wenn dem so ist, dann... Nutzen wir die noch glatt. Jo, zwei Stück. Zwei Tintensäcke. Die Sonne geht unter und wir nehmen noch die Schere mit. Hier, die Tintensäcke sind auch noch die alten. Verrottetes Fleisch, Leder, Goldhelm, alles noch alt. BZW Vanilla Minecraft. Die Wolken hier auch, das sieht man ja, wenn man da mal so hinguckt. Ich habe tatsächlich mich jetzt nach unten gebückt. Und mal geguckt, ne? Quasi so. So. Also, ne? So. Ja. Und wir gehen schlafen. Schon die zweite Nacht jetzt in dieser Aufnahme. Geht recht flott anscheinend. Gut, sind jetzt noch nicht so viele Minuten, aber gut. Keine Monstrositäten in der Nähe. Dann gehen wir mal flott zu den Schafen dort drüben. Und beschmeißen die mit Tintenbeuteln. Kann man mal machen. Schafe stehen da drauf. So, Nummer 1. Und verdammt, das wird niemals reichen. Nummer 2. Jetzt haben wir erst 4 Stück Wolle. Das heißt, wir müssen noch viel Wolle sammeln. Aber jetzt müssen wir erstmal, also als allererstes, das Wohnzimmer überhaupt erschaffen. Quasi aus dem Fels kauen. Ich schmeiße hier mal ein bisschen was weg. Die Druckplatten brauchen wir nicht. Diese blöden Stufen nicht. Die brauchen wir eventuell. Ich muss mir nochmal Stufen sammeln. Denn die nehmen wir vielleicht doch noch. So. Wohnzimmer. So. Und es fängt auch hinter mir an zu donnern. Ich werde es genießen gleich.
und ich freue mich schon drauf und eigentlich habe ich gar keine Lust mehr aufzunehmen. Oder ich möchte euch gerne mitnehmen. So, wir brauchen jede Menge Stufen noch. So, haben wir. Hier brauchen wir nämlich auch Stufen, um hochzukommen. Die kann man ja dann schon mal direkt reinsetzen. Sodele. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Platz wir so in welche Richtung haben. Dementsprechend wird das jetzt alles mehr oder weniger ein Experiment. Und ich hau erstmal hier ein bisschen was aus dem Stein heraus. Wie ihr seht, der Cleanstone ist hier nicht wirklich clean. Der ist so ein bisschen wellig, krisselig und dementsprechend auch ein bisschen natürlicher, würde ich fast sagen. Da ja so abzubauender Stein oder natürlich vorkommender Stein theoretisch auch nicht wirklich hundertprozentig glatt ist, wie doch in vielen anderen Texturenpacks. So, wir haben hier den Aufgang, das heißt, hier könnte so aus dem Wohnzimmer hinkommen, da in die Richtung. Die Breite ist eigentlich auch schon okay, wir müssen nur noch in die Tiefe gehen. Und dann können wir auch diese Wand quasi, die wir immer weiter nach hinten versetzen, zur Fernsehwand machen. Aber die Decke muss noch ein höher dafür. Heißt, dort. Und wir haben kein Werkzeug mehr. Hervorragend. Haben wir Eisen mit? Ja, ein wenig noch. Das heißt, wir gehen runter. Und basteln. Mein Gott, diese Musik. So, nächste. Und eins, zwei Spitzhacken. So. Und dann wird hier die Decke wieder rausgekloppt. Oder nicht wieder, sondern überhaupt erstmal. Jo. Und dann werden wir hier unseren Fernsehraum oder das Wohnzimmer halt mal einrichten. Eventuell mit Holzmöbel, das heißt, wir würden dann noch rausgehen. Ne, Fichtenholz haben wir noch ein bisschen. Dann machen wir es mal mit Fichtenholz. Zumindest das Sofa bzw. den Sitzbereich, die Sitzecke, wie auch immer. Tja. So. Ich denke mal, hier können wir fast schon Schluss machen. Sehr rein, oder? Einmal Fackel, zwei, dreimal Fackel. Nein. Ein weiter könnte nicht schaden. Machen wir so. Da auch noch ein. Übrigens, da fällt mir noch was ein. Kate und Prinz William. Ganz aktuell. Kate hat geworfen. Also, Kind gekriegt. Ja. Okay. Haben schon viele Frauen. Ich weiß, so als Thronfolger ist das natürlich auch was Besonderes, wenn man da auf die Welt gebohrt wird. Aber mal im Ernst. Und letztlich ist es doch auch nur eins von weiß nicht wie vielen Millionen Belgern, die im Jahr auf die Welt kommen. Und nur weil das Balk jetzt keinen wirklichen Nachnamen hat, sondern Prince of sonst was wird, Puzzlemuckel, wird das jetzt so extrem gehypt, dass es eigentlich schon echt nicht mehr spaßig ist. Ich war tatsächlich sehr angenervt. Oh, ich habe gerade eine Idee. Kann man so ein großes Bild machen? Stimmt, oder? Das versuche ich mal. Also ich verspreche es jetzt nicht. Also ich, wenn ich dran denke, versuche ich da mal was. Denn man könnte natürlich hier so, ne? Und so. Also da über diese Fläche, die dann schwarz hintergrundet ist,
einen Fernseher draufklatschen, als Bild quasi. Ich weiß aber nicht, ob das klappt. Also die Idee ist jetzt bestimmt auch nicht total neu. Aber ich finde sie gerade mal toll für mich und